man Semmelmeier nicht durch Unpünktlichkeit erzürnen. Ich darf meinen Erzieher, den hochverehrten Herrn Hauptmann Semmelmeier, 100-mal schreiben lassen, der Schuft, der Scheinheilige. Wir müssen etwas machen. Ich tue ihm etwas an, dass er mich nicht mehr behält. Was denn? Was willst du hier? Ich wollte nur melden, dass ihr Hauptmann den Bart verloren haben. Porsche! Weil doch bald die Hochzeit vom Ähnchen ist und weil es gut ist, wenn ich dann dabei bin, weil ich vielleicht vorher schon was helfen kann, wenn doch meine liebe Schwester... So ein Pharisäer, du bist doch nicht meinetwegen gekommen, du willst bloß die Schulschwänzen. Ja, hat er denn der Herr Hauptmann Vakanz gegeben? Das glaube ich nicht. Ja, nicht direkt, aber er meint auch, dass es besser ist, wenn ich wieder daheim aufs Gymnasium gehe, weil ich nicht in die Stadt hineinpasse. Und dass du vielleicht mit dem Rektor redest, dass er mich wieder nimmt? Ja, dann muss ich halt in Gottes Namen den schweren Gang machen. Die Tränen einer geprüften Mutter rühren den Schulmann. So will ich also Gnade walten lassen und genehmigen, dass ihr Sohn Ludwig die dritte Lateinklasse der hiesigen Lehranstalt wiederholt. Ich sagte allerdings wiederholt. Ich danke Ihnen, Herr Rektor. Und man muss hoffen, dass der Bub brav ist und seine Pflicht tut auf dem Gymnasium, weil sein Kern gut ist. Nun wollen wir darauf vertrauen. Ja. Der Knabe soll also morgen zum Unterricht erscheinen. Ja. Ich werde alles Nötige veranlassen. Ja. Tja. Dankeschön. Danke.
Ja, der Ludwig! Guten Morgen, ihr Kindlein. Guten Morgen, Hochwürden. Wir singen zum Beginne. Singet dem Herrn. Ton? Nein. Der Reitler allein. La. Singt dem Herrn, singet ihm und jubiliert allesam in dieser Morgenstunde. Kommet herbei und danket ihm. Thomas, was willst du denn hier? Ich bin auch herbeigekommen und bin jetzt wieder da. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drücket mich. Wir müssen es auf uns nehmen. Wir singen noch einmal, ihr Kindlein. Singet dem Herrn. Singt dem Herrn. Singet ihm und Stern laut und heute hat's ja Hochzeit. Ach, Ännchen, es ist ein großer Tag. Ein Ehrentag. Ich weiß, Mama, ich bin auch so glücklich. So ist es bleiben, Kind. Dein ganzes Leben lang sollst du es bleiben. Jesus, die Kathi muss ja noch die Schmalznudeln backen. Kathi! Kathi! Gleich. Die Schmalznudeln, Kathi. Bin schon da. Das Kaffeewasser muss aufgesetzt werden, bitteschön. Mach schon. Und nimm nicht so viel Zichori hernach, damit er recht gut wird. Ja, damit sie mir wieder Herzklopfen kriegen wie neulich. Das habe ich sowieso schon. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das liebe Kind. Sie sollten ihn ja nicht so aufregen, Frau Oberförster. Wo unser Ännchen einen so lieben Mann kriegt, auch wenn er ein Preuß ist. Ach Gott, ach ja. So weit weg. Berlin. Ach gut. Ludwig! Ist der Ludwig noch nicht auf? Ludwig! Guten Morgen, Tantchen. Soll ich den Ludwig wecken? Ja, bitteschön. Sei so gut. Ludwig! Es ist Zeit. Aufstehen! Die Cora, du bist schon wach? Freilich. Komm, setz dir ein bisschen her. Aber Ludwig, ich kann mich doch nicht aufs Bett setzen von einem Kavalier. Was wird denn da der Franz sagen? Bei mir darfst du schon, weil der Franz mein Freund ist. Raus jetzt aus den Federn und zieh dich schnell an. Und frisier dich, gell? Ja. Gucki, komm Gucki. Wo bist denn? Okay, hier. Ja. Ja, Gucki, darfst du noch ein bisschen in mein Bett? Da ist schön warm. So. Na, wie fühlt sich denn unsere Braut? Ich helfe dir beim Anziehen. So süß siehst du aus. Der Karl kann froh sein, dass er dich kriegt. Ich bin froh, dass ich ihn kriege. Danke für dich. Wir führen dich zu Spiel und Tanz, zu Glück und Liebesfreude. Schöner grüner Jungfernkranz. Herr Provisor, seid es immer so aufmerksam. Erinnerst du dich, Cora, wie er dir damals das Ständchen gebracht hat, wie du damals aus Indien gekommen bist? Und jetzt bin ich schon so lang da. Und heute erweist der Ähnchen die Ehre. Blum, blum. Thymian, das wächst in meinem Garten. Wie lang bleibt doch der Freiersmann? Ich
kann es kaum erwarten. Was suchst du, Ludwig? Hör doch auch zu, weil sie so schön singen. Schön soll das sein? Da zieht's mir ja gleich alles zusammen. Ein Zucker brauche ich gerade in den Löffel auch. Zucker? So was brauchst du denn? Hast du ein Gummi? Ein was? Einen Gummi halt, der auf die Marmeladenglasel drauf ist, Herrschaftszeiten. Da fällt mir ein, ich muss ja noch in den Keller. Sie hat gesponnen 7 Jahr den goldenen Flachs am Rocken. Das Hemdlein ist wie Spinnweb klar und grün der Kranz der Locken. Schöne grüne Jungfernkranz. Veilchenblaue Seide, oh du schöne veilchenblaue Seide. Ja, 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 blum, blum. Darf ich mir erlauben, dieses Angebinde verbunden mit den besten Wünschen für das Wohlergehen der glücklichen Braut verbindlich zu überreichen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Und sagen Sie auch Ihren Herren. Ja, es war mir eine große Ehre. Uns. Was? Na Cookie, soll ich dich ja noch auch frisieren? Ich hab dir gleich gesagt, dass es so eng ist. Beruhige dich nur, Kind, das Kleid passt schon. Nur Geduld. Sei vorsichtig. Oh, ich hab ja gesagt, dass es so eng ist. Ich hab's dir gleich gesagt. Der Ludwig muss gleich die Näherin herüberholen. Beruhige sie inzwischen, Tantchen. Es wird alles gut. Es ist alles aus. Es ist alles aus. Ludwig! Der ist raufgegangen. Ludwig, komm runter! Was ist denn schon wieder? Das Kleid vom Entchen ist kaputt. Du musst überlaufen und die Näherin herholen. Schnell, sie weint so. Die Näherin? Blödsinn, deine Schwester. Weiberwirtschaft. Mach schnell, sei ein guter Bub, es geht um Minuten. Ja, schon. Das ist dein Tag. Das ist dein Tag. Ich muss mich noch umziehen. Oh nein, meine Schmalznudeln. Grüß dich, Ludwig. Grüß dich, Franz. Ist die Cora schon auf? Lang. Die spinnen schon seit einer Stunde. Naja, wegen der Hochzeit halt. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn ich dran denke, dass ich auch einmal mit der Cora. Wann das schon sein wird. Du weißt ja nicht, wie man mit den Mädchen umgeht. Ich weiß es schon. Aber du traust dich nicht. Ich habe mich ja schon getraut. Ja, schon, aber nur einmal. Dabei ist die Cora nur noch wegen dir da und nicht heim nach Indien zu ihrem Papa. Die Cora ist da, weil sie wegen der Hochzeit von deiner Schwester. Du lernst es nie. Du kommst in die Kirche nachher. Ja. Dann gehe ich jetzt und hol die Schneiderin. Weil so flennt, die dumme Gans. Und weil es um Minuten geht. Wo nur die Näherin bleibt, ich verstehe das einfach nicht. Reg dich nicht auf. Der Ludwig holt's ja schon. Dass ihr ein paar Preisen bei euch habt. Schon. Gestern sind sie gekommen mit dem Zug.
aber Sie bleiben nicht lang. Bloß wegen der Hochzeit. Hallo, Sie! Ha! Ja, Sie! Das war, sagen Sie mal, bin ich denn hier auf einer einsamen Insel? Seit einer Viertelstunde der Bimmelig und wer kommt? Keiner! Möchte meinen Morgenkaffee? Sagen Sie mal Bescheid, Mann, aber ein bisschen Dalli! Ich kann Ihnen nicht verstehen. Ich will mein Frühstück! Ach so? Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Ich sag's ja schon ununterbrochen! Ja, dann wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Jawohl, ja, spricht Olja. Ey, Kirschberger, heute springen's wieder deine Forellen. Heute ist ein gutes Fisch später. Missbord, erwisch mich nicht, dann schlage das Kreuz an, du Rotzläfe, du. Das ist vielleicht eine Grippe, das sage dann du. Da wird der Preiser Freude haben, wenn er mit dem verwandt wird. Verwandt? Na ja, ihm gehört doch eine Brauerei droben in Berlin, ne? Ja. Und sein Bub, verstehst? Der heiratet doch heute die Tochter von der Thoma, verstehst? Ah, na ja, dann sind sie doch miteinander verwandt, nicht wahr? Ah, ja, freilich. Ey, Resal! Resal! Ja, was ist denn? Meine Schwester steht nackt da, weil es Kleid hin ist. Du sollst gleich rüberkommen. Aber schick dich, es geht um Minuten, schon seit einer Stunde. Ja, dann komm ich gleich. Herein, wenn es kein Schneider ist. Guten Morgen, Herr Schultheiß. Guten Morgen, schöne Maid. Dürfte Erna Erna Frühstück bringen? Dürfen ist gut. Macht ja schon eine Ewigkeit. Haben's gut geruht? Ja, danke. Wie im Adler. Mir tut jetzt noch alles weh. Aber wie der Bedecker schon sagt, man soll in der Fremde nicht die gleichen Verhältnisse suchen wie zu Hause. Was haben Sie gesagt? Ich habe von Verhältnissen gesprochen, mein Kind. Siehst du mal aber einer. Böse? Nö. Was? Na, nehmen Sie einen Zucker auch, nein? Ja, drei Stück bitte. Ich bin für Süße. Das Wetter wäre ja gut halt. Ja, wie sich das für so ein Festtag gehört. Für eine Dirne ist so eine Hochzeit. Moment mal, was heißt denn Dirne? Was heißt denn Dirne? Ja, für eine Dirne. Für eine Madel halt. Ist eine Hochzeit das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ach so, na ja, für so einen ollen Schwiegervater auch. Zuerst hören wir das Wort Jottes. Mhm. Dann vermählen wir uns und hinterher wird tüchtig gepichelt. Oh. Verzeihung. Sachte, mein Junge. Dafür ist es jetzt zu spät, oder? Zu früh, oder? Ja, siehst gut aus, mein Junge. Ja, ein echter Schultheiß. Was? Gratuliere zur Verehelichung. Kolossale Blutauffrischung für die südlichen Provinzen. Danke, Onkel Friedrich Wilhelm. Donnerwetter. Gefällt's mir. Stramm. Sehr stramm. Gefällt's mir, mein Junge. Danke, Onkel Rudolf. Ja, ja. Wenn das deine Mutter noch erlebt hätte. Ja. Na, Papa, bist du mir noch böse, dass ich dich mit Ännchen so überrumpelt habe? Musste ja Noblenz Koblenz Ja sagen. Aber hast dich ganz schön überfahren, mein Junge. Ja. Also nun los, du Lulatsch. Auf ins Jotteshaus. Fester Hirsel, das richtig scheppert. Ja, ja. Jetzt läuten die Glocken auch schon. Na, sie werden ja nicht ohne sie anfangen. Oh, ja, das aber, noch. Aber beruhige dich doch, Kind, wir werden schon noch fertig. Okay. Oh, entschuldigen Sie, wenn Sie still halten, dann schaffe ich es ja nie. Ach, frag nicht. Also, ich halte es nicht mehr aus. Bitte, noch bleibst doch stehen. Seid ihr denn noch nicht so weit? Der Kutscher lässt fragen, ob er wieder heimfahren soll. Oh, der Ludwig ist gemein. Aber Ludwig, du bist auch wirklich ein... Also, jetzt lauf schnell zur Kirche und sag, dass wir gleich kommen. Immer bin ich der Prellbock. Grüß Gott. Frieda, du? Ja, da bin ich. Grüß Gott. Ich habe es mir lange überlegt, weil ihr mich voriges Jahr so beleidigt habt. Aber ich wollte nicht so sein. Sie kommt nur, weil sie so gerne frisst. Warum weinst du denn, Ännchen? Weißt du, das ist nur die Aufregung und das alles. Verstehe. Es ist ja eine etwas merkwürdige.
merkwürdige Verbindung. Aber es ist ja ein hübscher Mann. Und wenn ich denke, dass ich ihn im letzten Jahr für einen Hochstapler gehalten habe. Ja, Frieda, wie kannst du denn das sagen? Wo hast du denn deinen Papagei gelassen, Tante Frieda? Aber den habe ich in Pension gegeben. Du glaubst doch nicht, dass ich das arme Tier wieder wochenlang von dir quälen lassen werde, du Lausbub, du. Wieso wochenlang? Die Hochzeit ist doch nur heute. Ich bleibe ein bisschen länger. Sonst rentiert sich das Fahrgeld nicht. Du freust dich doch, Therese, nicht? Ja, freilich. Ludwig, du sollst loslaufen jetzt und Bescheid sagen. Geh ja schon. Na, muss schon sagen. Donnerwetter. Das sind jetzt 15 Minuten drüber, das wird aber langsam kritisch. Na, die Braut wird sich das doch nicht nochmal überlegt haben. Vielleicht ist endlich was passiert. Oh. Was denn schon vor der Hochzeit? Aber die ist nur in Bayern. Jetzt kämen wir's gleich. Was willst du denn damit sagen, mein Junge? Dass die Braut gleich da ist, weil sie noch mit dem Kleid umeinander tun. Na ja, das hätte sich auch vorher überlegen können. So, also, ich jetzt. Na, Gott sei Dank. Wie ich nur ausschaue. Allerdings. Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen. Schließlich ist heute deine Hochzeit und nicht deine Beerdigung. Einen Offizier aufgegabelt haben. Grüß Gott. Franz, schau nur, wie unser Maxi gewachsen ist. Er ist schon viel größer als der Ludwig. Größer? Und sicher auch gescheiter. Unser Sohn Max ist nämlich der Beste in seiner Klasse, liebe Frieda. Ja, das kann man vom Ludwig nicht sagen. Im Deutschen hat er sogar einen Einser. Hörst du das, Ludwig? Nimm dir mal ein Beispiel daran. Und er tut sich so leicht mit dem Auswendiglernen. Ja, wir haben viel Freude an ihm, gell, Maxl? Darf ich mir erlauben, Herr Schulteister, Sie mit unserem Ehrengast, dem Herrn Landtagsabgeordneten Josef Filzer, bekannt zu machen? Grüß Gott. Na, moin. Sind denn jetzt gerade Parlamentsferien, Herr Abgeordneter? Ja, aber nicht mehr lang. Und das ist gut so. Und es ist auch gut, dass wir ein Parlament haben. Sonst muss ich das ganze Jahr bei meinem Drachen hocken und kann ja nicht aus. Aber durch diese Staatsgeschäfte bin ich oft hinweg von ihr und habe meine Ruhe. Das ist sehr gern. Thank you.
Alles Gute. Pass auf, Ludwig, dass sie deine arme Mutter nicht beißen. Es ist ein glücklicher Tag für euch heute. Besonders für dich, Therese. Denn jetzt brauchst du sie nicht mehr zu ernähren. Es genügt, wenn der Ludwig dir Kummer macht. So was sollst du an so einem Tag nicht sagen, Frieda. Ludwig, komm her. Gell, Ludwig, das versprichst du mir. Von heute ab wirst du ein anderer Mensch. Ja. Seht rum, sehen Sie, wir schreiten jetzt zum Maler. Fabelhafte Idee, Professor. Hatten durch wie beim Kaisermanöver. Eskadron links brecht ab. Sachte, Friedrich Wilhelm. Der Shampoo läuft uns ja nicht weg. Aber ich bin auch für den Stellungswechsel, sonst wäre ich hier noch wehmütig. Komm, nimm deine Frau. Sehr schön war das. Ja, Pepi, ja, was hast du denn da im Gesicht? Ich? Ja, du bist ja ganz blau. Ich hab doch noch gar nichts getrunken heute. Aber du? Erlaube mal. Du bist blau. Hm? Mir schwandet was. Was ist denn da los? Weg da. Eine Missetat. Ein Sakrileg. Dieser Bube. Ludwig! Ja? Hast du die blaue Farbe? Was für eine Farbe, Herr Schwager? Ein Verbrecher hat Farbe in das Weihwasserbecken getan. Wo? In der Sakristei. Eine solche Gemeinheit. Das ist keine Gemeinheit, das ist ein Sakri. Sakra. Leg dein Gesicht ab! Wisch dein Gesicht ab! Los! Fort mit dir! Also, geh, Bubi. Der Lausbub. Jetzt käme's! Spulz! Da habt ihr's nicht gehört, jetzt käme's, geh weiter, hat's nicht, lasst's von raus. Wollt bei dir Hottentotten, wa? Was haben wir? Hottentotten. Du Holzfuchs, du Pfiffiger. Wir probieren jetzt, wer schneller austrinken kann. Ja. Werte Anverwandte und Festgäste, der allzeit hochverehrte General Zieten, der aus dem Busche, hat mal gesagt, hier habe ich angesetzt, hier stoße ich durch. Möchte das zum Motto meiner heutigen Ausführung machen. Jawohl, er hat angesetzt, unser guter Karl, ganz unvermutet und aus dem Hinterhalt, sozusagen den Papa überrumpelt mit der Meldung, dass er sein Herz verloren hat im Süden des Reiches. Mühe er durchstoßen, damit aus der Verbindung mit seiner lieben Braut der Ausfluss des Pulsschlages unseres gesamten deutschen Volkes erkennbar werde. Ja, da kann wohl nicht da gehen, immer fix mit Kinder sehen, denkt ihr wieder in Soldaten, gut gebaut und wohl geraten. Wie sie für dich da heißt. So über großen Freude auch der zukünftigen Großmutter, der hochverehrten Frau Oberförster Puma, habe sie zwar erst kurz kennengelernt, muss aber sagen, es heimelt mich diese Person ungemein an. Ich erhebe mein Glas, um zu trinken auf das Wohl des Brautpaares, desgleichen zu Ehren der hochgeschätzten Brautmutter, und bitte Sie, mit mir einzustimmen, den Ruf, Sie leben hoch! Oh! 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 Oh!
Ja. Ja. Dankeschön, bitte. Was hast du denn da auf dem Kopf, Ludwig? Ein Zucker halt, sonst halten sie nicht. Aber oh, ein ganzes Pfund. Ja, weil die Cora gesagt hat, ich soll mich schön frisieren. Auf dein Wohl, Tante Therese. Danke. Das hätte mein Mann noch erleben müssen. Ja, von rechts wegen müsste er da sitzen. Weiß der Teufel, der müsste da sitzen. Bist eine gute alte Haut, Therese. Prost. Dank dich schön. Und jetzt nochmal. Aber es geht doch nicht. Nur noch ein Gedicht aufsagen nachher. Das tut nichts. Trinken macht Mut. Ja. Ja, das muss ich Ihnen auch noch erzählen. Das war voriges Jahr bei der landwirtschaftlichen Ausstellung, wo der Minister das Rindviech. Was? Hä? Das Rindviech angeschaut hat. Ach so. Ich war auch dabei. Indem wir vom Parlament ein großes Interesse zeigen müssen für das Gedeihen der Landwirtschaft. Ja, ich habe eine Erinnerung an SM. SM? Ja, seine Majestät. Es bejahrt sich unlängst auf dem Tempelhofer Felde. Wilhelm II. Inkliniert ja kolossal für Rindviecher. Was tut er? Was? Ja, er steht auf exzellentem Fuß mit den Tieren. Ja, das ist populär. Ja, was sind jetzt zum Kaiser? Natürlich, ja. Die Hochzeit ist ja sehr schön. Eigentlich ein bisschen verschwenderisch. Oh. Aber die Schwägerin hat immer sehr viel hergemacht für ihre Kinder. Ich sehe ein, dass ihretwegen Herr Schultheiß. Ich meine, es ist ja alles eine große Ehre. Und ich sehe ja ein, dass es nobel hergehen muss. Mein seliger Mann war Postexpeditor. Wanderwetter. Wollen Sie mal mit mir anstoßen? Ah, mit Vergnügen. Ja, dass ich also weiter erzähle. Unser Regierungspräsident, der hat auch gemeint, er muss da mehr Interesse zeigen, weil ein paar Prinzen da waren und hebt einem Ochs den Schweif auf die Seite ja. Und lässt aber die Hand dort und der Ochs hat ihm einen Pfannkuchen hinaufgeschissen. Da hat der Regierungspräsident ganz böse gesagt, das kann jedem passieren. Hab ich gesagt, das passiert bloß, wenn man die Hand an die Mündung legt. Und vielleicht, habe ich gesagt, hat dieser Ochs Zwetschgen gefressen. Sie sind Witwer? Ja. Ich meine, haben Sie nie daran gedacht? Ich wollte fragen, ob Sie niemals Lust bekommen haben. Also, wenn Sie mich nicht verraten. Ich habe da eine Adresse in Schöneberg. Sie verstehen mich nicht. Ich wollte sagen, ein Mann wie Sie. In den besten Jahren. Mein Josef war ja sehr zärtlich. Aber hat alles verraucht in seine Pfeife. Und jetzt ist er tot. Dieses Fräulein sind wirklich entzückend. Entzückend. Fabelhaftes Exterieur. Kolossal. Aber Herr Rittmeister, Sie dürfen mir nicht zu den Hof machen. Ja, und warum nicht? Sie haben doch eine Braut. Die soll sehr schön sein. Ja, also mir gefällt sie nicht. Gustav! Gustav, bring Sie mal Shampoos. Zu Befehl, Rittmeister. Nächste. Bitte euch, Wilhelm! Ich möchte auf dein außerordentliches Wohl trinken. Gehorsamsten Dank, lieber Cousin. Ohne Sanktimang. Schonungslos hinter den Knorpel. Prosit. Prosit. Damit ist viel härter, auf einmal auszutrinken, weil es so beißt. Ja. Liebe Festgäste, eine Hochzeit ist etwas Erhabenes, wenn man sie noch in der Kirche macht, natürlich. Und es ist ein Diener Gottes dabei. Wir sind aber jetzt beim Mahle, nicht wahr? Und das ist auch schon fast vorbei. Und deshalb soll mein Sohn Maxl jetzt ein Gedicht aufsagen. Zu Ehren des Brautpaars, natürlich. Gott schuf uns zur Gesellschaft, wo Hand an Hand vertraut und der Mensch durch die sanfte Liebe
sanfte Liebe. Das Glück des anderen baut und gib von der Erde zur Gesellschaft und das. Ja, was hat das Kind? Einen Rausch wird er haben. Sicher hat ihn der Ludwig betrunken gemacht. Das stimmt. Ich habe es genau gesehen. Das wird er mir büßen. Wo ist dieser Bube? So gut gekommen. Maxel. Vielleicht nimmst du deine Bratzen von meiner Tochter weg, du Vaterlandsverteidiger, du Ausgeschandter, du kommst begraben. Einmal, wenn ich dich noch erwisch, dann lasse dich so umeinander. Du, da dir auf mein unschuldiges Kind losgehen. Du, mit dir rede ich heute auf Nacht. Du Schlampen, du Hinterkünftiger, schau, dass du reinkommst. Schmierfink. Ja, Gucki. Angenehme Unterhaltung, Gucki. Na, du Lausejunge, wo steckst du denn? Man sucht dich überall. Pass mal auf, das gibt's 100. So, warum? Na, das wirst du wohl selber wissen, hm? Ich weiß gar nichts. Hör mal. Deine Cousine, Demoiselle Cora, unfortunöse Person. Was? Na, ich meine eine äußerst charmante Dame. So. Wohnt sie bei euch? Ja, schon. Das macht man bei uns anders. Ja, aber wie denn? Macht man das? Ja, freilich. Das ist der Brauch. Ja. Ich verlasse mich auf dich. Dankeschön. Aber dass Sie nicht zu früh kommen. Erst wenn alle schlafen. Psst.
singst du denn da? Oh, irgend so ein Lied. Wie geht denn der Text? Der ist zu albern. Das singen sie mal beim Sängerfest in der Hasenheide bei uns. Oh, sag ihn mir doch. Nein, der ist wirklich zu blöd. Bitte, bitte sag ihn mir. Ach Ernst, ach Ernst, ach Ernst, was du mir alles lernst. Ach Karl. Ich hab dir doch noch gar nichts getan. Es hat mich aber gestochen. Wo? Hier. Oh, hier sehen wir der Igel. Na, sowas. Oh, so eine Gemeinheit. Das hat ganz bestimmt wieder der Ludwig getan. Mach aber schnell. Ja, ich komm ja schon, Mädchen. Kalkuliere, wir können aus der Deckung. Jawohl. Mein Säbel stört. Jawohl, Herr Rittmeister. Dann beim Klettern. Jawohl, Herr Rittmeister. Waffe übernehmen. Zu Befehl, Rittmeister. Was stöhnen Sie denn so? Zu Befehl, Herr Rittmeister, mein Gesicht. Was? Ich hab mal da nämlich vor, Schnauze. Jardulan kennt keinen Schmerz. Folgen Sie mir. Festhalten. Zu Befehl, Schnauze. Cora. Cora, Süße. Cora, gnädiges Fräulein. Cora. Cora. Cora, ich bin außer mir. Herr Rittmeister, das ist... Jawohl, das ist ein bedauerlicher Irrtum. Bitte gehorsam. Bedauerlich? Nachts in das Gemach einer Dame einzudringen? Sie sind Offizier? Jawohl. Jawohl, nie, ist weit davon entfernt. Sie sind betrunken. Jawohl. Doch. Wir wollen über diesen fürchterlichen Vorfall strengstes Stillschweigen bewahren. Jawohl. Geheime Kommandosache. Schwamm drüber. Der Morgen graut. Ja, gräulich, gräulich. Gehen Sie zu Bett. Jawohl, gnädige Frau. Verdammter Mist. War falsches Fenster. Erstürmung der Düppler Schanzen bei weniger unangenehm. Befehlen, Herr Rittmeister. Stellungswechsel? Nee, lass uns im Rückzug. Zu Befehl, Rittmeister. Waffe. Scheiße. Danke, Mann, über zum Holzibei. Oh. Tascha! Ui, ja, interessant. Was schnaufst denn so? Es geht ja gar nicht bergauf. Ich schnauf halt. Warum? Wegen der Cora? Ja. Warum? Das verstehst du nicht. Wieso nicht? Weil du eben nicht weißt, wie das ist, wenn man verliebt ist. Doch. Wie? Ja, schon, weil... Bist du auch in die Cora verliebt? Ja, aber nicht so. Na, siehst du schon. Ja, aber trotzdem. Sag schon. Es ist die Tochter von unserem neuen Pedellen. Ach so. Ja, lange Zöpfe hat's. Aha. Und deine Busen hat sie auch schon. Das schau einer den Ludwig an.
Gehen wir im Pflanzgarten auf. Da sehen wir sicher was. Sie steht immer da in der Früh, wenn ich ins Gymnasium muss. Wer? Sie halt, mit den langen Zöpfen. Ich habe sie ansprechen wollen. Bin ganz nah hingegangen zu ihr. Aber ich habe es doch nicht fertig gebracht. Dass du die Cora fragst, was ich machen soll. Hä? Sie ist ein Mädchen und muss es wissen. Ich soll fragen? Ja, du für mich. Nun bist du glücklich, Kind. Ja. Nun hast du ja einen braven Mann. Du machst dich glücklich, gell? Was versprichst du mir? Ja, Mama. Mutter, bitte wein doch nicht. Wir schreiben dir auch ganz schnell. Ja, Adieu, Adieu. Wiedersehen. Oh, geht sie hin? Die geht ja nicht, sie fährt. So, ich glaube, der Kaffee ist fertig. Ah, wunderbar, geht ihr gleich. Möchten Sie lieber hell oder dunkel? Na, ich habe eigentlich dunkel sehr gern. Die dürfen noch nicht trinken. Der Kaffee ist zu heiß. Weißt du, dass Herr Schulte noch schöner wird, Tante Frieda? Wieso? Ja, weil kalter Kaffee doch schön macht. Daran denke ich nicht. Ich kümmere mich nur um die Gesundheit. Ich meine es aufrichtig und, Und? Ja, ich meine, Sie sehen doch sowieso sehr gut aus, Herr Schulte. Und Ihr Vater ist tatsächlich in Indien? Ja. Er hat eine Teepflanzung dort. Und schaukelt in einer Hängematte und die Sklaven müssen fächeln. Das hier fiel dir wohl auf. Nein, der Ludwig wird erst Gelehrter mit einer Brille auf der Nase. Ich möchte es aber lieber machen wie der Onkel Hans. Dann sitze ich auf einem Elefanten und schieße von oben herunter. Oder ich komme auf Weihnachten heim und bin ein reicher Mann. Aha. Morgen sind die Kinder schon im Meran. Ich war damals mit meiner Frau in Zoppot. Erinnerst du dich, Elise? Natürlich, Rudolf. Warst du damals temperamentvoll? Tja, tempi passati. Wie bitte? Na, wollen wir mal sehen, ob unser Studiosus das übersetzen kann. Du hast doch Latein, Ludwig. Ja, schon. Also, was heißt tempi passati? Dass es vorbei ist. Du sagst es, mein Junge. Ludwig, eins. Schau mal nach, wer da ist. Zwei. Ja. Zwei. Grüß dich. Grüß dich. Einen Brief hält man. Ist schon recht. Vierte. Servus. Schulaufsichtsbehörde. Pardon. Na, Ludwig, wer war's denn? Ach, nur ein Fremder. Der hat sich in der Tür geirrt. Gestatten, Jeste. Danke. So. So. So habe ich doch wenigstens mal die Gelegenheit, Sie einen Augenblick allein zu sprechen. Schwacher Trost. Schwacher Trost wofür? Ja, laue Nächte, so wie die letzte, stimulieren mich immer ganz kolossal. Jese Demoiselle wäre durchaus bereit gewesen. Ich verstehe wirklich nicht, was Sie meinen. Möchte auf diesem Wege zum Ausdruck bringen, dass mein seelisches Gleichgewicht etwas gestört ist. Ihre Schuld. Meine Schuld? Ja, oder die vom lieben Jott, weil er sie so mit Charme ausgestattet hat. Hätte nicht übel Lust, mich ihnen in aller Form zu attachieren. Mit allen Konsequenzen, versteht sich. Versteht sich. Franz! Cora! Warst du auf der Birsch heute früh? Freilich. Der Ludwig war auch dabei. Im Pflanzgarten sind wir droben gewesen. Habt ihr was gesehen? Ja, einen ganz kapitalen. Du, Cora, der Ludwig hat mir was erzählt. Ja? Von sich was. Ach so. Verliebt ist er, der Krüppel. Und das weiß er nicht, was er machen soll. Und da hat er gemeint, dass du... Ich? Ja, dass du vielleicht weißt, wie man sich da verhält. Was tätst du denn, wenn du verliebt wärst? Ich? Ja. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Du bist ja nicht verliebt. Oder? Doch. Na und? Aber es ist doch für den Ludwig noch viel zu früh.
Ich werde ihm schon helfen. Amare lieben. Amo ich liebe. Amas. Hey, Zacherl. Ja? Wo willst du denn hin? Das Gott, das hätte ich zum Abgeben. Für wen? Ja, es ist ein Brief dabei fürs Fräulein Cora. Und ich soll auf Antwort warten. Ja, dann wart. Ist schon recht. Verehrungswürdige, würden Sie mir die Freude machen, heute Abend auf ein Glas Champagner in die Post zu kommen? Ich erwarte Sie mit Ungeduld, ganz der Ihre von Stülpagen. Das würde dem so passen, dem Franz die Braut auszuspannen. Entschuldige, liebe Tante, dass ich störe. Ludwig, ja, so komm doch herein. Ich soll das abgeben für dich. Und die Blumen sind vom Onkel Schultheiß und er lässt dich grüßen. Und er sagt, dass du abends in die Post kommen sollst. Und es gibt einen Champagner. Das ist ja ein wunderbarer. Und wie das duftet. Ja, ich finde es auch freundlich vom Onkel Schultheiß, dass er dir das schickt. Und er ist überhaupt sehr nett. Ja, das ist wohl wahr. Was ziehe ich denn da an? Also viel Spaß, Tante Frieda. Und ich muss jetzt rauf in mein Zimmer die dritte Konjugation lernen. Das ist brav, Ludwig. Und schönen Dank. Amo, ich liebe. Amas, du liebst. Amos. Also, sie kommt. Ist schon recht. Vierte Gott. Vierte. Sicher. Tust du das öfter? Nein, es ist das erste Mal, aber es hat sein müssen. So. Wo hast du das Messer her? Das habe ich vom Franz geliehen. Ach, der Franz. Du übrigens, der Franz hat mir alles erzählt. Was? Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Warum? Über deine erste Liebe. Ich dachte immer, dass ich... Da kann man nichts machen. Schade. Aber du bist doch nicht mehr frei. Und außerdem darf die Frau nie älter sein als der Mann. Du, pass auf, dass du dich nicht schneidest. Nie. Also, was soll ich da machen? Na, vielleicht schreibst du ihr einen Brief? Das kann ich nicht, weil ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Oder du sprichst sie einfach an, das ist doch nicht so schwer. Schon, aber ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Dann musst du halt doch schreiben. Dann kannst du es dir länger überlegen. Mhm. Oh! Himmelstern Laudum. Hab ich dir's nicht gesagt? Ich hol schnell ein bisschen Watte. Mist. Mist, Elender. Ah! Prost! Prost, Patrick Wilhelm. Hey, Gustav. Hä? Guten Abend, meine Herren. Willkommen, schöne Frau. Hier bin ich. Fabelhaft. Setzen Sie sich doch ein bisschen zu uns. Danke. So, bitteschön. Gustav! Ja, bitte? Nee, nicht du, Gustav, mein Gustav. Ein Glas für dich, gnädigste. Befehle, Rittmeister. Sie verwöhnen mich, meine Herren. Wie könnten wir anders? Mit meinem Josef habe ich nie Sekt getrunken.
Der war nämlich Postexpeditor. Ein Achtungsschluck auf den Seligen. Der wird ja wohl nicht dagegen haben, dass wir hier ein paar Pullen zur Brust ziehen. Damals, als meine Alter über den Jordan ging, da hatte ich mir geschworen, punktum. Aber ich glaube, Frieda will mir meineidig machen. Aber nein, nein, Herr Schultheiß, nein. Sagen Sie, meine Jeste, Demoiselle Cora, warum sind die nicht mitgekommen? Wir sind ja schließlich zwei Kavaliere. Cora ist nach dem Essen fortgegangen. Wahrscheinlich hat sie einen Jäger getroffen. Ach nee. Na ja, das kann man sich doch denken. Na, das finde ich aber gar nicht witzig. Der Mann ist doch ja keine Partie für Sie. Ja, das sagt jeder. Ich sag das auch. Innig geliebtes Fräulein, schon oft wollte ich Ihnen nahen. Nahen? Komma? Ja, komma. Aber ich traute mich nicht, weil ich dachte... Nicht so schnell. Komma, weil ich dachte... Es könnte Sie beleidigen. Was? Das soll ich schreiben? Freilich. Daran merkt sie, dass du sie wirklich liebst. Aha. Naja. Bravo, 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 meine Herren, bravo. So, jetzt kommt die Unterschrift. Was willst du denn schreiben? Vielleicht. Viele Grüße, Ihr werter Ludwig. Nein, 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 das ist nicht poetisch genug. Schreib was anderes. Schreib von Herzen der Ihre, Ludwig. Und wie gebe ich ihr den Brief? Das ist einfach. Wenn sie wieder am Buchbinderladen steht, gehst du ganz nah vorbei. Ja. Und wenn du bei ihr dort bist, bückst du dich, als wenn du was aufheben willst. Den Brief hast du natürlich schon vorher in der Hand, verstehst du? Mhm. Und dann sagst du, Fräulein, Sie haben etwas verloren. Ja. Dabei gibst du ihr den Brief und bis sie merkt, was los ist, bist du längst wieder weg. Mhm. Dann brauchst du dich nicht zu genieren. Richter. Grüß dich Gott, Liesl. Schlag das Religionsbuch auf, Kindlein. Wir lesen, was der Prophet Jeremias sagt. Seite 99 unten. Reitel, lies vor. Oft und auf vielerlei Weise hat Gott von nein, Alters nein, her... Nein, weiter unten. Ach, mächtiger Gott und so weiter. Ach, mächtiger Gott, siehe doch. Ich kann ja nicht reden, ich bin noch so jung. Fahre fort, Thomas. Wo stehen wir denn, Herrschaftszeiten? Das weiß ich auch nicht. Warum merkst du nicht auf? Lass! Innig geliebtes Fräulein. Schon oft wollte ich mich Ihnen nahen, aber ich traute mich nicht, weil ich dachte, es könnte Sie beleidigen. Wenn Sie mich lieben, dann tragen Sie morgen Ihr Taschentuch in der Hand und führen es zum Munde. Dann weiß ich, dass Sie mich lieben und dass wir in allen Zeiten... Verruchter, folge mir auf das Direktorat! Räudiges Schaf, du Missratenes! Ich habe einen Schusterpech dabei. Ist eigentlich für den Bogner, weil er mich neulich verschuftet hat. Aber wir können es ja auch für den Kindlein nehmen. Ich bin auf die Bühne!
An wen ist dieser Brief gerichtet, Bube? An gar niemand. Ich habe ihn nur aus Spaß geschrieben. Das ist eine infame Lüge. Du bist nicht nur schlecht, du bist auch feig. Und es steht nichts Gemeines drin. Das ist ein Abgrund. Und es ist ein braves Mädchen. Ah, jetzt hast du dich verraten. Wer ist es? Das sag ich nicht. Und kein anständiger Mann sagt den Namen. Du bist eine verdorbene Pflanze in unserem Garten. Wir werden dich ausreißen. Zunächst einmal aber erhältst du 6 Stunden Karzer. Und zwar sofort. Ich sehe, dass euch das Verhalten eures Mitschülers sehr erschüttert hat, Kindlein. Wir fahren fort im Unterricht. Ich war stehen geblieben. Beim Propheten Jeremias, Hochwürden. So ist es. Wir kommen jetzt zu den Wundern und was unsere Kirche darüber lehrt. Also, Kindlein, Wunder sind wahrnehmbare Zeichen, die der Allmächtige zum Heile der Menschheit wirkt. Er kann sich dabei natürlicher Kräfte bedienen oder aber auch direkt in den Lauf der Natur eingreifen. Und Wirkungen hervorbringen, die... Was sagt ihr, Kinder? Ich will wissen, warum ihr lacht. Ich werde für euch beten, Kindlein. Sagen Sie, wo ist denn hier die Gendarmerie-Station? Wo ist? Ich will wissen, wo der Gendarmerie-Posten ist. Ach so, hat da einer was gestohlen? Also, das tut jetzt nichts zur Sache. Also, wo? Neben der Gmahr. Wie? Da vorn. Danke. Kommst jetzt erst aus der Schule, du armer Bub? Ja. Tust mir einen Gefallen und gehst zum Gasthof? Ja, schon. Und gibst deinen Brief ab an den Herrn Schultheiß? Mit herzlichen Grüßen. Von wem? Von mir natürlich, dummer Bub. Ja, dann gehe ich gleich. Ich habe hier eine Einweisungsaufforderung für den Knaben Ludwig Thoma in die geschlossene Anstalt von St. Gwendolin. Dieses ist amtlich. Und zwar aufgrund einer unglaublichen Insubordination. Ich fordere Sie hiermit auf, unverzüglich mit mir zu kommen und aufgrund dieser Anordnung den missratenen Knaben nötigenfalls unter Anwendung von Gewalt zur Befolgung dieser Anordnung zu zwingen. Verstanden? Jawohl. Gehen wir. Darf ich? Ja, freilich. Du, Franz, auf den Rittmeister musst du ein bisschen aufpassen, wegen der Chora, meine ich. Wie? Ja, weil ihr Briefe schreibt und Blumen schickt und weil ich nicht weiß, ob ich immer alles verhindern kann. Was? Ja, neulich habe ich ihm so die Leiter bei der Tante Frieda hingestellt, wie er zu Cora wollte. Und er hat mir 3 Mark gegeben, weil er gemeint hat, ich stell's ihm bei der Cora hin. Den Kerl bring ich um. Umbringen brauchst du nicht, aber du darfst kein Depp sein, musst aufpassen. Vierte. Ist das das Haus? Ja, schon.
Schließen Sie die Tür. Passen Sie doch auf. Wer sind Sie? Mein Name ist Inspektor Dirmhirn. Ich handle im Interesse der Öffentlichkeit. Wo befindet sich der Missetäter? Welcher Missetäter? Der Knabe Ludwig Thoma. Ich habe Auftrag, ihn festzunehmen. Nein, nicht über diese Schwelle. Also bitte. Das ist ja unerhört. Also, das ist ja, Hausfriedensbruch. Ja, oh, ich bitte Sie, benehmen Sie sich gesittet und attackieren Sie doch nicht eine schwache Frau. Sie Lümmel. Lümmel? Jawohl, Lümmel. So was habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Das wird Folgen haben. Schreiten Sie ein. Ich nicht mehr. Da ist er ja. Der ist weg. Das ist Ihre Schuld. Wieso meine? Hey! Nießen Sie nicht dauernd. Wieso ich? Sie? Ich war's nicht. Oh, oh, ah, wer? Der Gendarm. Ja, am Grundswil hast du was aufgerissen. Nein, nicht dann auf. Da versteckt den Ludwig, da sieht er den nicht. Ist der Thoma Ludwig hier? Nie nicht. Lüg mich nicht an. Geh weiter, du müsstest mir ja gleich das Sünden fürchten. Magst du eine Virginia? Eine Virginia? Mhm. Eine Virginia. Er muss hier sein. Ich habe seinen Hut vor der Tür gefunden. Keine Bestechung. Warum? Oh. Hab ich nicht. Jetzt erst recht nicht. Duck dich, Krämerin, der Schultheiß zahlt alles. Wenn nichts gewesen wäre, dann wäre es auch nicht notwendig, dass die jetzt so oben. Schade, dass alle gleich sind. Dass du mir das zutraust. Also, dass du mir das zutraust. Und wegen dir bin ich nicht nach Indien heimgefahren. Nur wegen dir. Och, wie war ich dumm. Ich war dumm. Und der Ludwig hat auch gesagt, dass ich ein Depp bin. Ich habe genau gesehen, die ganze Zeit, wie du dem Rittmeister Blicke zugeworfen hast. Ich habe ihn nie angeschaut. Nur dich. Aber jetzt schaue ich dich nicht mehr an. Nie mehr. Cora! Cora! Herrschaftszeit, dass er sich noch einer auskennen mit den Weiberleuten.
Im Auftrage des Bürgermeisters unserer Gemeinde gebe ich hiermit kund und zu wissen, dass seine königliche Hoheit, der Prinzregent Luitpold, alsbald er hier zur Hofjagd anlangen wird. Die Bevölkerung wird hiermit aufgefordert, diesem hohen und ehrenvollen Ereignisse durch allgemeine Versammlung, notabene Jubelrufe, gebührend, nicht wahr? Also kämen wir soll's halt, nicht? Und huldigen, sind wir da. Als Parlamentsmitglied und Ökonom habe ich die große Ehre und Freude, die Worte zu sagen, wo sagen sollen, es lebe seine königliche Hoheit, der Prinzregent Luitpold, es lebe unser liebes Königreich Bayern. Oh! 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 Und dann muss ich noch hinbeifügen, dass wir dem Herrn Prinzregenten ein Waldmannsheil wünschen. Waldmannsdank und danke für den schönen Empfang. Ja, danke immer. Heil unserem König, heil, lang leben sei sein Teil, erhalt ihn Gott. Du brauchst die Wäsche nicht nass zu weinen, Teres. Sie ist schon eingesprengt. Eingesperrt ist der Bub wie ein Verbrecher. Ein Hemd von ihm. Ich hab schon immer gesagt, dass sie unseren Buben noch ganz kaputt machen. Und es war doch nur eine Verzweiflungstat. Und das kommt alles nur vom vielen Studieren. Ich kann es gar nicht mit anschauen, wenn sie so will. Meine Frau Oberhörn. Und es nützt auch nichts, sondern man muss was unternehmen. Man müsste zum Prinzregenten gehen und ihn bitten.
Aber das geht doch nicht. Ich tu's. Ja, Frieda, du gehst für den Ludwig. Warum nicht? Ja, aber so kenne ich dich doch gar nicht, Frieda. Ja, weil ihr mich alle nicht leiden könnt. Und mir nichts Gutes zutraut. Okay. Recht Hunger kaputt. Ist schon gegangen. Das hättest nicht machen sollen. Der Schuft, der Gemeine. Was soll ich denn jetzt bloß wehren? Und das königliche Hoheit, bitte, den Gnadenakt walten lassen. So, soll ich das? Weil der Bub doch eigentlich ein gutes Herz hat, wenn er auch manchmal was anstellt. Und der verstorbene Vater, haben Sie gesagt, war in unseres Hauses Dienst? Oh ja, königliche Hoheit. Mein Bruder war Oberförster. In der Vorderis. Max Thoma. Thoma? Thoma Max? Ja, den kenne ich ja von damals. Wie er noch ein junger, fescher Prinz war. Wir sind öfter auf Gams gegangen miteinander. Wirklich? Ja, also dann. Stehen Sie nur auf, Fräulein. Na, was kann ich für Sie tun? Es handelt sich um den Knaben Ludwig Thoma. Thoma? Aber für den war doch schon vorher jemand da. Ja? Naja, ich bring die Geschichte schon in Ordnung. Dankeschön. Sind Sie eine Hiesige? Ich komme aus Indien, königliche Hoheit. Ah, da schau her. Aus Indien? Mhm. Na kommen, setzen Sie sich ein bisschen zu mir her. So, nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Dankeschön. Ja, was habe ich gesagt? Aus Indien sind Sie, gell? Ja, aber mein Vater stammt von hier. Ich bin zu Besuch da, ich war bald wieder weg. Warum? Gefällt es Ihnen nicht in Bayern? Oh doch, am besten auf der Welt. Na dann bleib's doch. Komm. Ist er böse? Eifersüchtig ist er. Das ist aber doch ein gutes Zeichen. Wir könnten sowieso nicht heiraten. Wer ist wir? Hey, wach auf! Was ist denn? Du kannst heimgehen. So? Aber das sag ich dir, wenn's nicht auf allerhöchsten Befehl wäre, dich hätte ich nie auslassen. Du Hutzbub, du Abscheulicher. Dankeschön. Da musst dich bei der Tante Frieda bedanken. Du? Weil ich beim Prinzregenten war. Dankeschön. Und wenn's das nächste Mal kommst, bringst dein Papagei wieder mit. Ich tu ihm nichts. Ja. Das nächste Mal kommt sie zu mir, nach Berlin. Komm. Was, Frieda? Ja, bestimmt. Gustav. Wo ist denn der Jäger, von dem ich gesagt habe, dass er herkommen soll? Der hiesige Revierjäger Franz Reiser wartet auf Befehle. Also her mit ihm? Zu Befehl, königliche Hoheit. Und Sie sollen mir mein Lieblingslied singen? Zu Befehl. Feind sein, beieinander bleiben. Feind sein, beieinander bleiben. Mog's Regen oder Wind. Also, du bist der Jäger Franz Reiser? Jawohl, königliche Hoheit. Tüchtig. Bist Förster in unserem Revier da. Aber ich hab doch nicht studiert. Ist ja wurscht. Tüchtig bist, hab ich gesagt. Dann kannst du ja heiraten, oder? Ja, gleich. Dankeschön, Herr Prinzregent. Mir musst nicht danken. Nicht? Nein. Ihr? Also, geh schon. Was ist das? Was hast du für mich getan? Und ich hab gedacht, du magst mich nimmer. Ich mag dich auch nimmer. Und es ist auch nur für mich und... Und? Und noch für wen?
Noch für wen? Für unsere drei Buben. Und die werden auch Förster. Himmel, Stern, Laudern, leckt's mit eurem Arsch schon wieder Hochzeit. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie auch zu dieser Hochzeit gekommen sind, Herr Rittmeister. Ehrensache. Preußischer Offizier gibt Niederlage nie zu. Fatale Lage. Werde jetzt wohl eigenes Fräulein Braut ehelichen müssen. Greulich, greulich.